Lynche. So, warte mal. Hallo, liebe Rad- und Wanderfreunde. Ich habe es ja im letzten Video oder im vorletzten Video schon mal angekündigt oder angefragt, ob wir unser Buch vom Westweg, ob wir das mal verfilmen sollen, mehr oder weniger. Manche haben gemeint, wir sollen den Westweg nochmal gehen. Ja, das wäre auch eine gute Idee, aber da brauchen wir dann mindestens 10 Tage Zeit und die haben wir gerade nicht. Deswegen habe ich den Wolfgang gefragt, ob er kommt und das Buch vorliest. Er hat ja den Text vor 10 Jahren geschrieben von dem Buch. Ich habe die Bilder gemacht und habe das alles so zusammengestellt. Ja, ich würde sagen, wir reden jetzt nicht lang drum rum, sondern der Wolfgang fängt mal an, das Ding vorzulesen. Ich tue so lange mein Bierchen trinken und würde ich sagen, leg mal los, oder? Was meinst du, Wolfgang? Ja, ist das schon wieder 10 Jahre her jetzt. Zeit vergeht. Zeit vergeht. Ja gut, ja, hier steht's. Wenn der Rainer ruft, da komme ich ja auch gerne. Meine, wir haben ja viele schöne Wanderungen schon gemeinsam gemacht und ja. Und der Westweg, das war schon damals ein Highlight. Ja, ich mache einfach das so, ich lese das weitestgehend so vor, wie wir es hier damals aufgeschrieben haben. Und dann leg mal los. Mach ich. Okay. Der Schwarzwald, das sind romantische Täler, deren Flüsse wie Murg und Kinzig ihren Namen gaben. Das sind duftende Wiesen, schroffe Felsen und endlos erscheinende grüne Tannenwälder sowie breite Gipfelkuppen mit teilweise grenzübergreifenden Fernsichten, die das Herz eines jeden Wanderers höher schlagen lassen. Das ist dort, wo man die Sträte zernot schwätzt und wo die Frauen und Mädels, zu besonderen Anlässen natürlich, ihre schwarzen bzw. roten Bollenhüte tragen und wo der legendäre Schwarzwaldelch zu Hause ist. An seinen Ausläufern wird er im Westen und im Süden vom Rhein begrenzt. Er reicht von Pforzheim im Norden bis nach Basel im Süden. Das sind 279 wunderschöne Kilometer Natur, wie sie unterschiedlicher nicht sein kann. Das sind aber auch 279 Kilometer auf einem Wanderweg, der als erster Fernwanderweg des Schwarzwaldvereins registriert ist und schon sein 100-jähriges Jubiläum hinter sich hat. Er ist Teilstück des E1, des europäischen Fernwanderweges, welcher von Holland über Deutschland und die Schweiz bis nach Italien führt. So viel erstmal Grundlegendes zum Westweg. Unter eingefleischten Wanderern ist er ein Muss und Kult zugleich. Gehört er doch zu den schönsten Wanderwegen weltweit und jeder, den man unterwegs trifft, der kennt ihn einfach. Wandern auf dem Westweg, das ist reine Schwarzwälder Bergluft, ist klares, wohlschmeckendes Wasser aus sprudelnden Quellen und Bächen. Das ist aber auch würziger Duft von Harz und Tannenzapfen, ist der Geschmack von Schinken und Bauernbrot bei Fernsichten auf die Alpen im letzten Abendlicht und Bärenpflücken im Morgengrauen. Wer den Westweg gehen will, muss aber auch bereit sein, über breite Schotterwege und schmale Pfade auf felsigem Grund, über Steine und Geröll mit Wurzeln durchsetzt sowie teilweise auf Asphalt oder Schlamm bergauf und bergab zu laufen. Den darf es auch nichts ausmachen, wenn der Schweiß in den Augen brennt und das T-Shirt nass am Körper klebt, wenn die Füße glauben, sie laufen auf einem Glutbett statt auf Sohlen und der Rücken meint, er bricht bald weg vom stundenlangen Tragen des schweren Rucksackes. Wenn bei Wetterwechsel plötzlich Regen kommt oder man auf dem Gipfel in einer Wolke steht und der Wind kalt um die Ohren bläst. Es gibt auch hier nicht nur Licht, sondern auch Schatten. Denn wenn es der Wettergott nicht allzu schlecht meint, dann überwiegt schon das Licht und es bleiben viele schöne Eindrücke zurück. Mein Kollege Rainer Dornburg, beziehungsweise muss ich jetzt schon sagen Ex-Kollege, der ja mitten im Schwarzwald wohnt,
hat mit mir in den letzten Jahren schon einige Touren in seiner näheren und weiteren Umgebung unternommen. So zum Beispiel zum Ruhestein, zum Mummelsee oder auf Bergtour im Berchtesgadener Land. Das hat eigentlich immer viel Spaß gemacht. Dabei hat er auch immer wieder den Westweg ins Gespräch gebracht. Es wäre doch mal was so mit Zelt, großem Rucksack, Schlafsack und allem, was dazugehört, einfach mal sowas zu machen. Ja, gut. Im November 2007 wollten wir dann einen viertägigen Testlauf von Hausach aus Richtung Süden unternehmen, mussten aber nach einer Übernachtung im Zelt am nächsten Tag gegen Mittag völlig durchnässt aufgeben. Oben auf dem Grat blies uns der Sturm erst Schnee um die Beine, der sich später in Regen umwandelte und nicht mehr aufhören wollte. Somit war aus unserer Tour ein Härtetest geworden und wir haben unsere Grenzen kennengelernt. Im Juli 2008 haben wir es wieder erneut versucht. Von Frutenhof aus ging es am späten Nachmittag los, obwohl der Himmel nichts Gutes verhieß. Es sollte auch nicht lange dauern und unsere Hosen waren vom ersten Regenschauer durchnässt, von dem anderen gar nicht zu schweigen. Gegen Abend fanden wir eine Art Lagerscheune vom Straßenbau. Oben auf der Bühne war genügend Platz und so haben wir dieses Objekt sofort übernommen und uns für die Nacht häuslich eingerichtet. Am nächsten Morgen ging es bei schönem Wetter weiter Richtung Vorbach. Unser nächstes Nachtlager haben wir dann neben einer Hütte mit Feuerstelle in bester Hanglage errichtet. Es gab einen grandiosen Blick ins Murgtal und ins Rheintal bis hinüber nach Frankreich. Während wir den Sonnenuntergang genießen konnten, sahen wir, dass in der Rheinebene ein heftiges Unwetter herniederging. Später am Abend sahen wir noch ein Feuerwerk, was wohl zum Anlass diente, sich auf den Vorabend zum französischen Staatsfeiertag einzustimmen. Am Abend haben wir dann noch an der Feuerstelle ein schönes Feuerchen gemacht, haben was getrunken, was gegessen und sind am anderen Tag mit der S-Bahn von Vorbach nach Freudenstadt zurückgefahren, um von da aus zu Fuß nach Frutenhof zurückzukehren. Jetzt stand unser Entschluss fest: Westweg, wir kommen. Und am 29. Juli ging es dann los. Sabine hat uns nach Pforzheim zum Kupferhammer gefahren, denn hier sollte unser Weg beginnen. Als wir nach einer kurzen Verabschiedung in den Wald eintraten, war das so, als ob man eine Tür hinter sich zumacht. Auf der einen Seite das pulsierende Leben einer Goldschmiedestadt, auf der anderen die wohltuende Ruhe der Natur. Doch Ruhe im eigentlichen Sinne wollten wir ja sowieso nicht, höchstens nachts im Zelt uns gönnen. Tagsüber hieß es einfach Gas geben, denn wir sind zum Trekking gekommen und nicht zum Altherrenspaziergang. Nach einer ersten Rast am Sonnenberg haben wir gegen 12 Uhr Schloss Neuenburg erreicht. Von da aus sind wir weit ins Tal der Enz abgestiegen, um auf der anderen Seite genauso wieder aufzusteigen. Nach 25 Kilometern war Dobel erreicht. Nach weiteren 10 Kilometern die Schweizer Kopfhütte und die Hahnenkammhütte als unser Tagesziel kam in Sicht. Jetzt hieß es, schnell das Zelt aufbauen und das Abendessen richten, während die Sonne schon langsam unterging. Es gab noch eine böse Überraschung. Im Zelt stank es fürchterlich. Während mich die daraus resultierenden Kopfschmerzen nicht eine Minute schlafen ließen, wirkte das Ganze auf Rainer wahrscheinlich wie eine Art Narkotikum. Er hat gepennt wie tot. Als am nächsten Morgen die Sonne aufging, haben wir den Grund des Übels gefunden. Irgendwer hat da Naturdünger bzw. Gülle verstreut. Egal was es auch war, der Geruch sollte uns noch eine ganze Zeit lang ärgern. Gegen 9 Uhr sind wir runter nach Kaltenbronn gewandert und wenig später hatten wir unseren ersten Höhepunkt erreicht, den Holo-Gipfel mit gleichnamigem Turm in 988 Meter Höhe. Nach kurzer Besichtigung mit Eintrag ins Hüttenbuch
ging es wieder steil bergab nach Vorbach ins Murgtal. Vor über 400 Jahren zerstörte ein Hochwasser die einzige Brücke in Vorbach. Zimmermanns Leute wurden nach Augsburg geschickt, um dort das Modell einer hochwassersicheren Hängebrücke zu besichtigen. Jedoch erst 200 Jahre später wurde der Bau einer überdachten Holzbrücke ohne Pfeiler verwirklicht. Diese Brücke hielt wiederum fast 200 Jahre und wurde 1954-55 nach den alten Plänen neu aufgebaut. Die überdachte Holzbrücke prägt somit seit über 200 Jahren das Vorbacher Ortsbild. Sie ist in ihrer Bauart einzigartig in Deutschland und sogar in Europa. Ein Blick vom Ufer der Murg hinauf in den Brückenbogen vermittelt einen Eindruck über die hohe Zimmermannskunst der damaligen Zeit. In Vorbach haben wir zu Mittag gegessen und unsere Vorräte aufgestockt. Gegen 17 Uhr Pause an der Wegscheidhütte. Hier stellte ich fest, dass ich kurz zuvor einen meiner Trekkingsocken verloren hatte. Also ohne Gepäck zurück. Nach knapp einem Kilometer fand ich ihn auf dem Weg. Die ganze Aktion war ruckzuck erledigt. Ohne schweren Rucksack kein Problem. Am eiskalten Zulauf zur Schwarzenbachtalsperre haben wir uns später einer Ganzkörperwaschung hingegeben, um dann gegen 20.30 Uhr bei stark auffrischendem Wind in 1003 Meter Höhe auf der Badener Höhe neben dem Großherzog Friedrichsturm unser Zelt aufzustellen. Aus Richtung Frankreich kam es ganz dunkel und Blitze und fernes Grollen waren auch dabei. Zum Glück aber war alles nur so eine Art Scheinangriff. So haben wir das zumindest empfunden. Wir haben uns dann zeitig schlafen gelegt, um am anderen Morgen bei Zeiten loszulaufen. Denn es war heißes Wetter angesagt und wir hatten noch viel offenes Gelände vor uns. Als sich Rainers Handy am nächsten Tag pünktlich 5.30 Uhr zum Weckruf meldete, schickte die Sonne nämlich bereits ihre ersten Strahlen aus Richtung Osten über die Berge. Nun hieß es schnell packen, noch einen Powerriegel in Richtung Magen schieben und los ging's. Der wolkenlose Himmel bestätigte den Wetterbericht. Es wurde heiß. Irgendwo am Hochkopf, so in 1038 Meter Höhe, gab es Müsli mit Blick auf unser nächstes Ziel, die Hornisgrinde, die mit 1163 Metern angegeben ist. Dort und am nahegelegenen Mummelsee haben wir uns nicht lange aufgehalten, denn es war alles voll mit Touris. Nach längerem Suchen eines geeigneten Zeltplatzes fanden wir zu vorgerückter Stunde Zuflucht auf dem Gelände einer Jugendherberge mit dem bezeichnenden Namen Zuflucht. Das Ding war schon länger dicht und wirkte eher wie ein Geisterschloss. Das Abendessen haben wir schnell hinter uns gebracht, denn Bremsen, Mücken und andere saugende und stechende Monster fanden Gefallen an uns. Besonders Rainer hat es ihnen angetan. Also, Zelt auf, rein, Zelt zu, schlafen. 33 Kilometer gingen wieder auf unser Marschkonto. Als wir am Freitagmorgen unsere Köpfe aus dem Zelt steckten, mussten wir feststellen, dass die kleinen Biester immer noch aktiv waren. Die haben praktisch nur auf uns gewartet. Die haben wahrscheinlich 24 Stunden Flugbereitschaft. Wir haben die Flucht ergriffen. Gegen 15 Uhr oder nach 23 Kilometern haben wir an der Kreuzsattelhütte leckeres Quellwasser getankt und am Brandenkopf gab es später Kaffee und Kuchen. In Hausach angekommen, haben wir noch einmal alle unsere Vorräte aufgefüllt, um dann mit prallen Rucksäcken unser heutiges Tagesziel, die Hasemannhütte auf dem Pfarrenkopf in 789 Metern Höhe zu erreichen. Das waren noch einmal 4 Kilometer, wobei 500 Höhenmeter zu überwinden waren. Das war echt hart. Und das nach 36 gelaufenen Kilometern in großer Hitze. Tags darauf ging es bei schönstem Wetter durch alpines Gelände Richtung Brent, vorbei am Büchereck, Brechtaler Schanze und Karlstein. Am Huberfelsen gab es Müsli und beim Ossi
in der Nähe von Schonach, haben wir uns ein Mittagessen gegönnt. Zwischendurch war mir eins passiert, beim Aufsetzen des Rucksacks hat sich zwischen dem Hüftgurt und meiner Hüfte eine Wespe platziert, die ich natürlich gequetscht habe. Aber zuvor hat sie mich noch gestochen. Bravo. Auf dem Brent haben wir vom Turm aus nach einem Schlafplatz geschaut und bemerkt, dass sich in der Ferne etwas zusammenbraut. Jetzt hieß es, schleunigst etwas Geeignetes für die Nacht zu finden. In einem kleinen Waldstück hatten wir Glück. Wind und Regen konnten über uns hinwegziehen. 28 Kilometer Tagesleistung stand auf unserem Kilometerkonto. Bei Regen und Nebel fing der neue Tag an, wie der alte aufgehört hat. Als wir kalte Herberge passiert hatten, brannte die Sonne schon wieder auf uns herab. Die Wegstrecke bis dahin hielt keine großen Höhenunterschiede für uns bereit. Den Schweizer Hof, den wir zum Mittag erreichten, kann man sehr empfehlen. Das Essen und die Bedienung waren einfach lecker. In der Ferne grüßte immer wieder unser nächstes Tagesziel, der Feldberg. Von der Fürsatzhöhe sind wir dann zum Titisee abgestiegen, um auf dem dortigen Campingplatz unsere mobilen Wohncontainer zu errichten. Nach Zeltaufbau, Duschen, Wäsche waschen und Abendessen haben wir im Campingstüble bei einem Absacker den Tag ausklingen lassen. Vom Titisee aus verläuft der Westweg in zwei Varianten, der Ost- und der Westvariante. Wir hatten uns für die Westvariante entschieden, aber mit der Option, falls wir dann noch Lust und Ausdauer haben, über die Ostvariante zum Titisee zurückzukehren. Mit diesem Plan im Gepäck sind wir am darauffolgenden Montag auf die Kessler Höhe, die mit 1013 Meter betitelt ist, gezogen. Beim Abstieg nach Oberzarden auf 880 Meter führte unser Weg vorbei an der Sprungschanze in Hinterzarden. Nun mussten wir noch einmal all unsere Kräfte mobilisieren, denn jetzt stand der Aufstieg zur höchsten Erhebung im Schwarzwald, dem Feldberg, mit einer Höhe von 1493 Meter bevor. Und es galt dabei, mehr als 600 Höhenmeter zu überwinden. Mitunter im schwierigsten Gelände. Oben angekommen herrschte ein raues Klima, welches uns veranlasste, uns nicht länger als nötig hier aufzuhalten. Aber nicht ohne Kaffee, natürlich. So viel Zeit musste doch sein. Es war der höchste Mittelgebirgskaffee meines Lebens. Weiter geht's. Nachdem wir alles zügig besichtigt hatten, ging es wieder bergab, vorbei an Notschrei und Wiedener Eck Richtung Belchen. 6 Kilometer vor dessen Gipfel fanden wir einen Zeltplatz, der diesen Namen eigentlich gar nicht verdiente. Er war gleich neben der Straße, er war hart und schräg obendrein. Doch die Zeit drängte und Regen hatte sich auch angemeldet. Vorsorglich packten wir unsere Rucksäcke zwischen uns ins Innenzelt. Da ich durch die Schräglage mindestens zweimal von meiner Isomatte gerutscht war, wurde somit verhindert, dass Rainer nächtlichen Besuch meinerseits bekam, was sicherlich hätte zu irgendwelchen Irritationen führen können. Trotz zurückgelegter 31 Kilometer war das Schlafverhalten unter diesen Bedingungen und einsetzendem Regen eher schlecht als recht. Der neue Morgen begann nebelig grau, kalt und windig. Der Gipfel des Belchen mit seinen 1414 Meter Höhe war total in Wolken gehüllt. Weit und breit niemand zu sehen. Die Seilbahn war zwar in Betrieb, aber wer will bei diesem Wetter schon nach oben? Nur Verrückte wie wir. Der Berggasthof nebenan war auch noch zu. Schade. Also weiter ging's. Wieder steil bergab auf 900 Meter Höhe. Vorbei an Haldenhof. Während wir wieder auf etwa 1000 Meter aufstiegen, wurde der Himmel frei und die Sonne brannte wieder auf uns herab. Unser letzter Tausender war nun schon von Weitem zu sehen, der blauen, mit 1185 Metern Höhe.
Auf dem dortigen Aussichtsturm durften wir erneut einen tollen Ausblick genießen, bevor wir uns auf der Freiterrasse des Berghotels eine Erfrischung gegönnt haben. Das Panorama, welches wir dort erleben durften, war unvergleichlich. Rechts Frankreich, vor uns der Rhein, dahinter die Schweiz und am Horizont die Bergkette der Alpen. Einfach gigantisch. Obwohl wir uns kaum satt sehen konnten, mussten wir doch unser Tagesziel, den Campingplatz Kantern, ansteuern. Das hieß, wir mussten rund 800 Höhenmeter nach unten und das bei der Hitze. Unterwegs galt es noch, die Burgruine Sausenburg zu besichtigen, von deren Turm aus es noch einmal einen eindrucksvollen Blick ins Land und über dessen Grenzen hinaus gab. Ich stellte mir vor, wie es wäre, da oben zu zelten und vor dieser Kulisse anderen Tags aufzuwachen. Schönes Wetter war ja gemeldet. Hätten wir noch genug Wasser gehabt, hätte ich versucht, Rainer zu überreden. Doch mit einem halben Liter im Gepäck erübrigt sich diese Frage. Irgendwann gegen Abend sind wir in Kantern auf dem Campingplatz eingetrudelt. Nach Zeltaufbau und Duschen haben wir bei einer Flasche Rotwein unseren letzten Proviant verzehrt. Da wir weder satt noch froh waren, habe ich bei der Zeltplatzverwaltung für jeden noch ein paar Würste geordert. Rainer meinte, gut und schön, aber dazu brauchen wir eine zweite Flasche Wein. Die könnten wir noch ganz gut vertragen. Also gut, haben wir noch eine geholt. Die folgende Nacht habe ich zum ersten Mal durchgeschlafen. Am nächsten Morgen fand ich, der Rainer sieht irgendwie komisch aus. Und er meinte, es ging ihm auch so. Deshalb war es auch nicht verwunderlich, dass alsbald die Frage im Raum stand, ob wir die Tour nicht abbrechen wollen. Weil höchstwahrscheinlich ein seltsamer Virus seinen Magen-Darm-Trakt samt seinem Kopf in Unordnung gebracht hat. Oder zumindest gebracht haben schien. Am Alkohol konnte es ja nicht liegen. Also, Notruf an Sabine. Hol uns ab. Während Rainer mit der Kloschüssel kommunizierte, habe ich mittlerweile fachmännisch unser faltbares Freilufthotel flachgelegt, um mir danach ein letztes Wandermüsli mit nachfolgendem Kaffee einzuverleiben. Mir ging es ja gut. Zumindest relativ. Nachdem wir alles verpackt hatten, kam dann auch bald Sabine. Zurück in Frutenhof haben wir uns noch einmal zum Vesper zusammengesetzt. Mittlerweile ging es Rainer schon so weit gut, dass er wieder feste Nahrung zu sich nehmen konnte. Danach wollte er nur noch ins Bett und ich nach Hause. Zusammenfassend kann man sagen, es war sehr schön, es war aber auch sehr anstrengend. Wir sind ja schließlich keine 20 mehr und mit so viel Gepäck in 8 Tagen 260 Kilometer laufen, das soll uns erstmal einer nachmachen. Was zurückbleibt, sind viele schöne Eindrücke von einer wundervollen Landschaft. Ich hoffe, diese Tour war nicht die letzte, denn ich sagte schon Peitschenbande, heute ist nicht aller Tage, ich komme wieder. Oder wir kommen wieder, je nachdem, keine Frage. Ich hoffe, es hat euch etwas gebracht. Ich hoffe, wir haben euch Appetit gemacht, Lust auf Wandern im Schwarzwald, aber Vorsicht. Der Schwarzwald hat Suchtpotenzial. In diesem Sinne danke ich für eure geschätzte Zuhörsamkeit und Zuschausamkeit, wie man es auch immer nennen will. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt.